wie sehr wir uns ähneln. Zwei von verschiedenen Rudeln abgestoßene Wölfe. Wir alle sind ewige Juden. Ich habe Heimweh nach deiner Umarmung. Sehr schön. Hallo, Herr Richter. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, um über jüdische Identität zu sprechen. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt in meiner Arbeit und natürlich auch sonst in meinem Leben. Und mich beschäftigt auch die Vielfalt jüdischer Identität, auch abseits von Religiosität. Sie sind mit einem Vater aufgewachsen, der Kommunist war, 9 Jahre lang in Haft war während dem Nationalsozialismus. Ihre Mutter hat überlebt mit einer falschen Identität. Sie selber muss sich nicht vorstellen, alle kennen sie. Nö, das ist eine Generationsfrage. Also Leute unter 30, da darf man dann schon nachhelfen. Leute über 30 habe ich eine gute Chance. Aber ab 40 okay, ist es dann ganz, ganz relativ sicher. Okay, also dann sage ich für alle unter 30, dass sie eine Moderatorenlegende sind und die Sendung Disco moderiert haben und daneben Schauspieler sind und ja, ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht haben. Das Wort Legende ist ganz schrecklich, weil eigentlich sage ich immer, eigentlich sind Legenden so gut wie tot, aber dafür bin ich doch noch ganz lebendig. Aber wenn Sie meinen, dass ich eine Legende bin. Um auf unser Thema zurückzukommen, wurde bei Ihnen zu Hause in Ihrer Kindheit oder dann auch später über Judentum, über Jüdischsein gesprochen? Ja, aber nichts gelebt in dieser Richtung. Ich bin ohne jüdisches Leben aufgewachsen. Also weder im kulturellen Sinne noch im religiösen Sinne. Es geht sogar noch weiter. Entweder war ich der oder zumindest einer der Lieblingsschüler. Ich glaube, ich war der absolute Lieblingsschüler der protestantischen Religionslehrerin in der Privatschule. Schnitt direkt in mein Leben jetzt. Es hat aber bei aller Begeisterung auch meinerseits damals für die Religionslehrerin und für die Geschichten, die sie erzählte, die ich hochspannend fand, das hat ihr wohl gefallen, dass ich so dran blieb bei diesen Geschichten, die sie erzählte über Gott und die Welt und auch über Jesus. Bis Jesus hat es aber nicht gereicht, zumindest nicht gereicht in dem Sinne, dass ja Jesus der Kern der christlichen Religion ist, die zentrale Figur. Und ich, also nicht natürlich, sondern und ich ein sehr, soweit ich das überhaupt sagen kann, ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Jesus, aber das kann man nicht ein christliches nennen, dazu hat es einfach nicht gereicht. Ich glaube, dass ich, was Jesus angeht, den Moslems, auch das lebe ich nicht, ich lebe kein muslimisches Leben. Ich bin kein Atheist, aber ich gehöre ja unter, religiös gesehen zumindest, unter keines dieser Dächer. Weder jüdisch, noch muslimisch, noch christlich bin, aber einerseits emotional den Juden ganz nah aufgrund der Familienchronik, die Sie gerade geschildert haben, mit der Mama und all den Menschen, die umgekommen sind, die ich nie kennengelernt habe, die kein Grab besitzen, die sich in Luft aufgelöst haben, sprich durch den Schornstein gegangen sind, sprich zum Beispiel meine Großmutter. Aber die Jesus als gleich nach Mohammed, als den Gott, also als einen der wichtigsten Propheten ansehen, das ist mir immer sehr sympathisch, weil es die einzige Religion ist, die mir auf jeden Fall einfällt, belehren Sie mich, das ist die einzige Religion, von der ich weiß, dass eine zentrale Figur aus einer anderen Religion, sprich der christlichen, eine solche Wichtigkeit hat. Damit können die Christen nicht dienen und die Juden, soweit ich weiß, auch nicht. Also das haben wir, glaube ich, wir, sage ich jetzt. Also das ist zum Beispiel schon wieder, ich fühle mich da in dem Moment
auch jüdisch, und ich sage, das haben wir nicht am Lager, das kriegen wir auch nicht mehr rein. Das wird, ja, Aber das ist so. wie kann ich mir das vorstellen? Als Kind war Ihnen bewusst, dass Sie jüdisch sind? Haben Sie sich irgendwie jüdisch gefühlt oder hatten Sie dazu nicht wirklich einen Bezug zu diesem Jüdischsein? Ich hatte immer einen Bezug zum Judentum, weil dafür viel zu oft und viel zu viel über Judenverfolgung, Nazis und Enttäuschung. Mein Vater war am Ende ein enttäuschter Kommunist. Wir sind auch aus der DDR geflohen, das nur so nebenbei. Haben dort auch, also ich war noch ein Baby, also mein Vater hat Antisemitismus auch in der DDR kennengelernt, im Zusammenhang mit diesem Zionismus, der ja manchmal daherkommt als versteckter Antisemitismus oder auch als ein poch, absolut gelebter Antisemitismus. So war das, ja. Habe ich mich immer bis zum heutigen Tag, sind die Juden das mir am nächsten liegende. Aber es bleibt ein nicht gelebtes jüdisches Leben, aber es ist das Einzige, was in meinem Herzen, in meinem Verstand emotional und auch intellektuell wirklich in dieser Weise vorkommt, wie nichts anderes. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Es kommt immer irgendwie, irgendwo in meiner Arbeit, auch wenn ich mir das nicht vornehme, etwas Jüdisches heraus. Und meine Eltern haben einfach kein jüdisches Leben zugelassen. Mein Vater war eher Atheist, meine Mutter hatte Angst vor Bekenntnissen dieser Art und mein Bekenntnis zu den jüdischen Wurzeln, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Bekenntnis habe ich erst ab 30 zugelassen, mit der Folge, dass ich aufpassen musste, nicht als Hausjude der deutschen Fernsehtalkshows die Programme zu durchwandern. Es ist mir, glaube ich, gelungen, dass das nicht passiert ist. Aber ich musste aufpassen, weil in diesem Land, Deutschland, in diesem Land, wenn du so etwas machst, wie ich es gemacht habe, ein Bekenntnis abgeben, erklären sie dir, was du bist. Und das geht sogar so weit, und jetzt erleben sie mich auch wieder, in dem Moment, wo ich darüber spreche, jüdisch, was ich dann, wenn ich es ausgesprochen habe, nicht mehr bin, weil ich weiß nicht, wie man den ganzen Tag jüdisch sein soll. Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sie erklären dir ja auch, übrigens gut gemeint, und ich möchte beinahe sagen, philosemitisch nicht, aber gut gemeint, dass du ja Jude bist, also ich, weil ja meine Mutter, also deine Mutter, jüdisch ist. Sie erklären dir ein jüdisches Gesetz. Das ist eine rein jüdische Interpretation, wem erzähle ich es? Also das wissen sie. Ja. Aber mir erzählen die Nicht-Juden, ja, wenn ihre Mutter jüdisch ist, wenn ihre Mutter jüdisch war, ja, dann sind sie es ja auch. Sage ich, das müssen sie dem Rabbi überlassen. Aber gab es einen Moment in Ihrem Leben, vielleicht auch dann, als Sie, wie Sie sagen, dieses Bekenntnis abgaben zum Judentum, wo Sie doch einen inneren Bezug zur jüdischen Kultur, zur jüdischen Religion gefunden haben? Oder würden Sie sagen, Sie sind sich zwar bewusst, dass Sie jüdische Herkunft sind und jüdische Vorfahren haben, aber Sie persönlich haben mit Judentum gar nichts zu tun. Da kann ich Ihnen etwas ganz Wunderbares, ich fühle mich auch wohl dabei, es Ihnen zu sagen, kann ich Ihnen hier sagen, in diesem Moment, wo wir beide sprechen, jetzt unter diesem Moment, habe ich wieder mein jüdisches Moment. Dieses jüdische Moment findet immer wieder, unausgesetzt und auf wunderbare Weise statt. Und es ist ein gutes Moment. Es ist das gelebte jüdische Moment ohne die Einhaltung der Feiertage, ohne das Beherzigen der Gesetze. Ich bin so nicht erzogen worden und habe auch nicht die Absicht auf meine alten Tage, das hatte ich von meinem 30. Lebensjahr an, nicht vor, jüdische Gesetze einzuhalten, damit ich nun einer Identität nachhumpel. Aber ich kann Ihnen auch übrigens ganz aktuell sagen, dass ich ganz wunderbare jüdische Momente habe,
die über den Moment hinausgehen und dann auch meine Arbeit beflügeln. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, ein Beispiel geben, nicht einen Vorschlag? Das werden Sie, glaube ich, sofort verstehen, ich hoffe das, was ich meine. Ich bin vor 2 Wochen Eis essen gegangen, so als Familienvater, verstehen Sie, Eis essen. Da waren viele Kinder da und ich sehe einen Mann. Und der Mann ist vielleicht in Ihrem Alter, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 42. Also so in Ihrem Alter, ja? So. Ich sehe diesen Mann. Ich kaufe das Eis. Ich esse das Eis. Und während ich das Eis esse, gucken wir uns an und sind uns sympathisch. Na, das gibt's ja. Man ist sich sympathisch. Ob jetzt Frau oder Mann. Mit Erotik hat's gar nichts zu tun. Einfach nur, ne? Sympathisch. Und ich spüre, der und ich, wir haben was gemein. Und innerhalb kürzester Zeit stellt sich einfach heraus, dass er Jude ist, dass er russischer Jude ist, dass er, ich kann ihn auch den Namen nennen, er ist nämlich ein Künstler, konnte ich auch vorher nicht wissen. Er ist ein wunderbarer Cellist, das habe ich dann im Nachhinein, nach dem Eisessen, habe ich dann noch nachgeforscht und dann habe ich auf YouTube, habe ich entdeckt, also Anton Pesachow. Er nennt sich im Internet auch, nicht nur im Internet als Künstler, nennt sich Anton Pace. Ja? Anton. Und noch etwas, Pesachow. Ich gehe Eis essen, lächle einen Mann an und der heißt Pesachow. Und er sagt, wissen Sie, Pesachow von Pesach her. Dann, Schnitt, ich gehe auf Tournee. Und gehe in Bad Neuenahr in ein Altersheim, Augustinum, ist längst verkauft und der christliche Rahmen stimmt nur noch bedingt, aber auf jeden Fall, also jeden waren da nicht. Eine alte Jüdin war da, eine. Und ich war an diesem Abend, aus welchen Gründen auch immer, sehr traurig und das hat auch etwas mit Nazi-Vergangenheit zu tun. Das sei jetzt mal dahingestellt, ich war in sehr schlechter Stimmung. Und ich sehe in diesem Altersheim mit vielleicht, ich erzähle davon sehr gerne, wie Sie merken, das tut mir richtig gut, weil ich es auch so schön finde, ja, das jüdische Moment. Ich sehe in einem riesigen Haus mit 400 Seelen, ja, ungefähr 400 Seelen, vielleicht sogar ein paar mehr, da sorgt das Schicksal dafür, dass ich eine schmale alte Dame im Foyer sehe. Sie sah aus ein bisschen eine Mischung aus Buster Keaton, dem Komiker, der nie lacht, gelacht hat. Auch Hayid, soweit ich weiß. Ne? Das weiß und, ich. Und Kurt Bois, großer Charakterkomiker, jüdischer, der aber auch kein jüdisches Leben gelebt hat. So. Mit dieser Frau habe ich mich von diesem Tag an angefreundet. Und 2 Wochen später besuche ich sie noch einmal. Und fragt sie nach ihrem Geburtstag und sie sagt, geboren bin ich am 10. Juni. Am 10. Juni hatte meine Mutter Geburtstag. Diese Geschichten, die ich Ihnen erzählt habe, lang und breit, sind meine Antworten in Form von Anekdoten, wie sehr ich die jüdischen Momente lebe, in mein Herz lasse, sie auch nicht vergesse. Das nennt man aber dann doch unterm Strich nicht jüdisches Leben, aber es ist sehr, 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 sehr nah ja. An diesen Wurzeln. Das ist genau das, was mich so beschäftigt ist. Ich lebe auch kein jüdisches Leben, ich bin auch nicht religiös und trotzdem kann ich das, was Sie sagen, sehr, sehr gut nachvollziehen. Genau diese jüdischen Momente, dieses sich sehr nahe fühlen anderen jüdischen Menschen, ja. Diesen Momenten, können Sie das genauer beschreiben, was das ist? Was sind diese jüdischen Momente? Das kann ich Ihnen sagen. Wenn ein Schwarzer erschlagen wird, wenn überhaupt ein Mensch erschlagen wird, oder das, was jetzt in Russland passiert, da geschieht bei mir das, was bei Millionen anderen Menschen auch passiert. Der Gerechtigkeitssinn setzt ein, der Ekel vor Diktatur und Psychoterror, das alles ist bei mir so wie bei allen anderen auch. Ne? Geschieht aber Unrecht jüdischen Menschen, geht es weit über das jüdische Moment hinaus. Es ist dann
etwas, was nicht allein mit meinem Ekel zu tun hat über Ungerechtigkeit und Brutalität, sondern da fühle ich mich dann doch betroffen. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, und das sage ich auch sehr gerne im Zusammenhang mit jüdischen Menschen. Die Juden und gerade die Juden haben, ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer für das Recht der Juden auf Durchschnittlichkeit und Mittelmäßigkeit. Es ist das Recht der Juden. Warum wären die Juden besser als die anderen? Die Juden sind auch nur Menschen. Eben. Ja, ja, so ist das ja auch. Das ist einfach, aber das tut natürlich weh. Aber es ist, ich kenne dieses wunderbare, ich mache ja auch einen, manchmal habe ja lange einen Georg-Kreisler-Abend gemacht und ich bin ein großer, großer, leidenschaftlicher, begeistert von Georg Kreisler. Es gibt ein Lied, das heißt Weder noch, heißt dieses Lied. Und dieses Lied endet mit den Zeilen, dass denn ob du gut bist oder schlecht bist, man wird sagen, er ist nur gut oder nur schlecht, weil er ist er. Und die noch bessere Zeile heißt, dass sinngemäß, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass wir genauso sind wie sie. Ich mache natürlich eine kleine Ausnahme. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die typisch jüdisch sind, was auch immer die sein mögen. Und es gibt auch physiognomisch ein paar Dinge, die unleugbar sind. Und es gibt jüdischen Humor, der ist anders als der andere. Aber das, was der Kreisler in dem Chanson meint, im menschlichen Zusammenleben, dass gerade das, dass wir genauso sind wie die anderen, dass aber das, gerade das, die anderen nicht wissen wollen, das ist, glaube ich, jeden Tag aufs Neue zu erleben. Ich glaube, das rundet das sehr, sehr schön ab, auch was Sie meinen. Eine Frage noch zum Abschluss. Gibt es etwas am Judentum, das Sie besonders mögen? Gibt es ein religiöses Ritual? Gibt es irgendeinen kulturellen Aspekt, wo Sie sagen, das ist etwas, dafür bin ich besonders gerne Teil des Judentums? Ich habe eine ganz bestimmte Ansicht über die Menschen und die betrifft dann auch meine Ansicht zum Judentum, meinem nicht gelebten Judentum im Zusammenhang mit Religion. Auch wenn ich das nicht lebe, Pesach zum Beispiel, finde ich es besonders schön, dass die Juden noch immer und auch in Zukunft auf den Messias warten, im Gegensatz zum Christentum, gegen das ich nichts habe. Wie gesagt, ich hatte protestantischen Religionsunterricht, wo er angeblich, mag sein oder auch nicht sein, schon da war. Meine These ist, die Menschen benehmen sich halt immer besser, bevor der Besuch kommt. Und sie nehmen sich mehr zusammen, machen alles schön und sauber und bereiten alles schön vor am Schabbos, aber eben Pesach. Und wenn man halt die Fenster aufmacht und ein extra Gedeck auflegt für Elias, ich meine, dass ich Ilja heiße und Ilja, wie ich feststellen durfte, auf Russisch Ilja, aber auf Hebräisch Elias und er der ist, der den Messias ankündigt, das macht mir diese Religion in der Weise so sympathisch, weil ich einfach glaube, was auch immer ich glaube und was auch immer eintreten mag oder nicht eintreten mag, vor dem Besuch ist alles besser. Denn wenn Jesus wirklich, sage das nur ganz vorsichtig, sollte er wirklich der Messias gewesen sein, dann schau dir an, was sie gemacht haben nach seinem Besuch.
Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Wieder neue Aspekte über Judentum gelernt. Und ich hoffe, auch die Zuhörer und Zuschauer haben neue Aspekte über jüdische Identität gelernt. Vielen Dank, Ilja Richter, für das Gespräch. Sehr gerne.